Hallo, vielleicht haben Sie auch in dieser Woche ein Schreiben von der Kanzlei Bode und Partner bekommen. Die meisten Schreiben sind vom 18.03.2013, wurden massenhaft in Deutschland verschickt und enthalten die Aufforderung, man solle eine Unterlassungserklärung abgeben und sehr viel Geld bezahlen. Auftraggeber dieser Abmahnung ist die Firma Order Online USA, von der Sie vermutlich auch noch nie gehört haben. Die macht jetzt im großen Stil Wettbewerbsverletzungen geltend. Eine neue Abmahnwelle, die unterwegs ist. Dahinter steht die Kanzlei Bode und Partner aus Hamburg, die bisher mit Abmahnungen nicht besonders in Erscheinung getreten war. Gefordert wird die Abgabe einer Unterlassungserklärung. Einerseits soll man sich verpflichten, Artikel nur noch mit ganz vollständigen Angaben, wie es der Gesetzgeber fordert, zu verkaufen. Und zum anderen bei der Bestellseite einen Button mit einer entsprechenden Beschriftung kaufen, kostenpflichtig bestellen oder ähnlichem zu schreiben. Ausreichend sei es nicht, wenn nur bestellen oder Bestellung abschicken draufsteht. Das ist ein Verstoß, der schon im letzten Jahr viele Schlagzeilen verursacht hatte. Im Grunde genommen hatten wir darauf gewartet, dass irgendwann eine entsprechende Abmahnwelle starten würde. Jetzt ist sie da. Auftraggeber ist die Order Online USA Incorporation. Sie betreiben unter anderem dieses Portal restpostenverzeichnis.info sowie andere Portale, die zum Beispiel tv24store.com heißen oder usaproductshop.com, die aber wiederum auf die gleiche Seite verweisen. Im Impressum finden wir die Order Online USA mit einer Adresse in Cheyenne, Wyoming. Die Gesellschaft existiert noch nicht besonders lange. Sie ist erst am 29. Januar 2013 gegründet worden, was nun ein wenig den Verdacht nahelegt, die Gesellschaft sei möglicherweise nur gegründet worden, um massenhaft Abmahnungen zu verschicken. Dazu kommen wir später noch. Der Gesetzgeber hat in § 8 Absatz 4 eine eigene Regelung getroffen, die Missbrauch bei Abmahnungen eindämmen soll. Danach soll eine Abmahnung unbegründet sein und die Geltendmachung von Ansprüchen unzulässig sein, wenn die Abmahnung nur den Zweck verfolgt, einen Kostenerstattungsanspruch gegen den Verletzer zu erlangen. Es gibt in der Rechtsprechung einige Kriterien, die dafür herangezogen werden. Eines ist sicherlich die massenhafte Versendung, wenn insbesondere ein Unternehmen wesentlich mehr Geld ausgibt für Abmahnungen oder auch mehr Geld verdient mit Abmahnungen als durch das eigentliche operative Geschäft. Ein Aspekt, den der Bundesgerichtshof auch angebracht hatte, ist, wenn die Abmahnungen und Unterlassungserklärungen so gefasst sind, dass eine Verletzung sehr wahrscheinlich ist, nämlich dass schon die Verletzung der Unterlassungserklärung vorprogrammiert ist. So ist es nach unserer Auffassung auch im hier vorliegenden Fall. Die Ziffer 1, die hier Ziffer 85 heißt, ein Problem mit der Serienbrieffunktion in Word offenbar, ist so weitgehend, dass wir dringend davon abraten würden, eine solche Erklärung abzugeben. Man weiß nämlich nicht, wann man sich zur Vertragsstrafe verpflichtet, wenn da drin nur heißt, die wesentlichen Merkmale eines Artikels wiederzugeben. Es kann ein wunderbarer Streit dazu entbrennen, wann wirklich die wesentlichen Merkmale alle erfüllt sind. Ist es tatsächlich notwendig, bei einem Buch die Außenabmessungen mitzuteilen? Ist es wirklich erforderlich, bei einem Artikel die Herkunft zu benennen oder die Materialien, Größe, Gewichte? Darüber wird man trefflich streiten können und es ist sicherlich keine gute Idee, diesen Streit erst in einem Verletzungsverfahren zu führen. Wenn Sie auch eine solche Abmahnung erhalten haben, werden Sie sich fragen, was ist die richtige Reaktion darauf. Am Anfang mag die Versuchung naheliegen, einfach zu sagen, ich unterschreibe das, habe meine Ruhe, bezahle die 77 Euro und damit ist die Sache erledigt. Von dieser Variante würden wir dringend abraten, nachdem die Unterlassungserklärung so weit gefasst ist, dass man damit rechnen muss, auch künftig wieder in Anspruch genommen zu werden. Diesmal dann nicht nur wegen Abmahnkosten, sondern auch wegen einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 Euro. Naheliegend und häufig empfohlen ist auch die Option, einfach nichts zu tun und zu warten, dass die Abmahnwelle vorbeirollt, ohne dass irgendwelche weiteren Maßnahmen ergehen. Und davon wird auf der anderen Seite häufig abgeraten, weil die Gefahr natürlich besteht, dass eine gerichtliche Geltendmachung entweder in Form einer einstweiligen Verfügung oder einer Klage erfolgt. Dazu sollte man Folgendes sagen, die Screenshots stammen alle aus dem Jahr 2012 oder sogar sind im Laufe des letzten Jahres erstellt worden. Hier liegt der Verdacht nahe, dass die Kenntnis jedenfalls nicht erst im letzten Monat entstanden ist. Insofern stellt sich die Frage, ob wirklich eine Heilbedürftigkeit vorliegt. Darüber hinaus bei einer Hauptsacheklage gilt der § 110 ZPO, wonach der Kläger erstmal Prozesskostensicherheit hinterlegen muss, bevor er eine Klage erheben kann, bevor der Beklagte darauf reagieren muss.
naheliegend und auch gerade in Fallschirmfällen sehr beliebt ist die Option, einen Vergleich zu verhandeln, um die Summe von 77 Euro runterzubringen, vielleicht auf einen Betrag von 300 oder 400 Euro. Ob man das möchte, um einfach nur Ruhe zu haben, muss jeder für sich entscheiden. Mit der Zahlung allein wird es ja nicht getan sein. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass man über eine Unterlassungserklärung verhandelt, wenn man denn verhandeln möchte. Und da bestehen die besonderen Schwierigkeiten, diese Erklärung abzuändern. Die vollständige Zurückweisung der Artikel ist auch eine mögliche, nicht der Artikel, sondern der Ansprüche ist eine mögliche Option. Gerade dort, wo die Abmahnung unbegründet ist, weil beispielsweise ein B2B-Geschäft vorliegt, ist es naheliegend, die Ansprüche zurückzuweisen und wegen einer Gegenabmahnung selbst Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung, auch hier wieder eine beliebte und häufig empfohlene Variante, ist hier besonders schwierig, weil die Ziffer 1 der Unterlassungserklärung sehr sorgfältig abgefasst werden muss. Bei der Buttonlösung ist es recht einfach, was man zu tun hat, aber bei der Artikelbeschreibung sollte man genau darauf Wert legen, dass man genau festschreibt, wann jetzt die Unterlassungsverpflichtungserklärung erfüllt oder verletzt.